hatten wir nicht sogar schon das vorgespielt? Schauen wir mal. Sie war auf diesem Wachturm. Jemand kam dazu. Ich bin ganz sicher, dass du es warst. Erzähl mir davon. Ah, sehr gut. Erzähl mir, wie es dazu kam. Ich weiß nichts von einem Wachturm. Doch, bestimmt. Konzentrier dich. Nein, kein Wachturm. Da ist ein Flur und Blut. Blut? Es wird ernster. Ich bin im Korridor. Da ist... Oh Gott. Ist das... Blut? Blut? Da ist eine riesige Blutlache auf dem Boden. Vor einer der Zimmertüren. Gott. Woher kommt so viel Blut? Ich muss das wegmachen. Sofort. Hat ihr irgendwie einen Putzfimmel oder was? Loras Zimmer. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ist das ihr Zimmer? Ich nehme an, sie würde nicht... Ich wüsste gern, ob das was mit ihr zu tun hat. Ach so, okay. Also Laura ist sozusagen die Schwarzhaarige und wir sind dann... Victoria. Alles klar. Was denn, wir sollen jetzt das Blut wegmachen? Ich habe eigentlich keine richtige Lust. Na, schauen wir mal. Das ist ekelhaft. Tja, wo gibt's denn hier was zum Wegmachen? In der Küche vielleicht. Schauen wir mal. Hier. Da. Schau mal ins Waschbecken. Das sieht auch sehr lecker aus, das Waschbecken. Okay, Wasser funktioniert schon mal. Dann vielleicht noch irgendwie hier, gibt's ja einen Stöpsel oder sowas? Nö. Ekelhaft. Ja, drehen wir es mal wieder ab, wir müssen ja kein Wasser verschwenden. Auch wenn das den Leuten von der Armee hier wahrscheinlich scheißegal ist. Dann wäre vielleicht ein Eimer ganz angebracht, könnte ich mir vorstellen. Den wir dort finden, das ist doch schon mal sehr schön. Nehmen. Haben wir sonst noch was? Die Schublade. Die Schublade, in der die Taschenlampe drin war, die wir mal mit Jonathan aufgenommen haben. Schublade. Hallo? Hier ist gar nichts drin. Warum kann ich die aufmachen? Na gut. Ja, dann haben wir ansonsten hier nichts mehr, so wie es aussieht. Dann können wir wieder hier hin. Und können mal den Eimer verwenden mit dem Waschbecken. Sehr gut. Aufdrehen. Sehr gut. Und warum genau will sie das jetzt gleich nochmal wegmachen? Ich habe das nicht so ganz kapiert. Hat sie irgendwie einen Putzfimmel oder sowas? Wessen Blut das ist, ist natürlich auch eine interessante Fragestellung, ne? Schnell, wegwischen. Woher kommt das Blut? Siehst du irgendeinen Hinweis? Nein, ich will's auch gar nicht wissen. Wenn das ein Mensch war, der da geblutet hat, dann ist er... tot. Das ist anzunehmen bei dem Blutverlust. Warum stellst du das mitten rein? Ach, Mädel. Die finsteren Augen fand ich auch krass gerade. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus hier. Ja, komm, lauf mal schneller. Ach, du kannst nicht schneller mit dem Eimer, okay. Was auf jeden Fall noch ausstände, was mir immer wieder auffällt, wir müssen noch in diesen Keller irgendwann kommen. Da wollen sie ja alle nicht rein. So, schütt mal den Kram lieber hier. Lieber nicht. Was, wieso? Was willst du mit... Was willst du damit machen, Mensch? Können wir hier irgendwie den Wasserhahn nochmal aufdrehen? Ach, wir haben noch den Eimer. Vielleicht können wir jetzt zumindest den Mob sauber machen. Nicht. Ups, wollte ich doch gar nicht. Lieber nicht. Was willst du mit dem blutigen Eimer machen?
Erstes. Du sollst es nicht noch weiter aufdrehen, du sollst es abdrehen. Ach, sehr gut. So. Wir haben ansonsten hier jetzt nichts mehr. Und hier ist noch, ja, da geht's zum Gang zurück. Und ansonsten haben wir hier eigentlich gar nichts mehr. Tja, was, vielleicht, ach, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir den Kram hier draußen wegkippen in den Brunnen hinein. Die Tatsache, dass wir rausgehen können, deutet schon mal sehr darauf hin, finde ich. So, Eimer, Brunnen, weg damit. Sehr gut. Können wir den Wischmopp gleich hinterher schmeißen? Nee, schade. Gut, haben wir das weg schon mal? Mich würde gerade mal interessieren, das ist die falsche Ecke. Ich will hier drüben nochmal hin. Ist hier noch irgendwas damit? Nö, das lässt sie einfach. Okay. Dann vielleicht mal hier probieren. Ach, das geht sogar. Sie ist nicht da. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Gut, sie sieht sich ein bisschen um. Wir haben hier auf jeden Fall Briefe auf dem Tisch. Was ist denn das? Was denn? Ihre Zeichnungen. Ach, Zeichnungen. Krank. Was ist mit den Zeichnungen? Das bin ich. In einer Blutlache. Und daneben liegt ein Messer. Ja, die Zeichnung kennen wir ja schon. Die hat Joe Moretti ja schon für uns entdeckt und uns davon berichtet. So, haben wir ja noch irgendwas? Nee, irgendwie nicht so richtig. Können wir die vielleicht einstecken? Das Messer, das nehmen wir. Ach ja, natürlich, das müssen wir noch an uns nehmen. Das nehme ich lieber mit. Ich muss sie finden. Gut, haben wir das. Und mit den Briefen können wir noch was machen? Das ist krank. Gut, das wussten wir jetzt schon. Okay, wir haben das Messer und gehen mal wieder raus und müssen sie jetzt noch finden, offenbar. Können wir denn vielleicht in unser Zimmer? Nein, jetzt nicht. Dann eben nicht. Die läuft auch ganz lustig, finde ich. Abgeschlossen. Große Überraschung, das ist ja nichts Neues, aber wenigstens lässt sie sich nicht so viel Zeit dabei, das festzustellen. Nein, jetzt nicht. Na gut. Vielleicht magst du, liebe Dame, ja in den Keller gehen. Da unten sind Geräusche zu hören. Ich glaube, jemand macht sich an der Tür zu schaffen. Ach, es ist zumindest schon mal jemand unten. Das heißt, wir kommen vielleicht in einer der nächsten Visionen oder Flashbacks mal darunter. Hilfe! Hilfe! Aha. Hilfe! 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 Ja, ja, ist ja gut. Hilfe! Darf ich dann? Hilfe! Da, ich höre sie rufen. Das kommt vom Strand. Das dachte ich mir fast, dass wir jetzt zum Leuchtturm müssen. Wir müssen ihn bloß finden. Ich weiß nicht so richtig, wo der sein... Ach hier, Wachturm. Da ist er. Da ist sie ja. Da oben. Auf dem Turm. Dieses verdammte Miststück. Sie ruft um Hilfe. Ich werde sie zur Rede stellen. Was schreist du denn so, Kleine? Ich sitze fest. Hilf mir runter. Warum sollte ich? Damit du mich umbringen kannst? Was? Ich war in deinem Zimmer. Ich habe die Zeichnungen gesehen. Was hast du in meinem Zimmer verloren? Woher kommt das Blut vor deiner Tür? Das fragst du mich? Du wirst nicht weit kommen. Bevor ich mich umbringen lasse... Bist du wahnsinnig? Sie lügt. Ich werde... Schießen? Wir schießen beide. Ich werde sie umbringen. Revolver Action! Das musst du nicht. Sprich weiter. Hier ist was los. Mann, die Weiber, die haben sie aber auch echt aufeinander abgesehen. Gut, dann gehen wir mal wieder in Zelle 2 rüber und schauen mal, was da so abgeht, ob die uns vielleicht ein bisschen mehr darüber berichten kann. Das Seltsame ist ja, wenn Victoria jetzt erst das Messer aufgesammelt hat von Laura, dann muss Laura ja eigentlich nochmal runterkommen von dem Wachturm, damit die beiden dann eingesperrt werden können in der Zelle. Denn irgendwie muss das Messer ja noch in die Zelle gelangen. Das heißt, irgendwie muss Laura dann nochmal wieder hochkommen, obwohl die Leiter schon abgerissen ist. Das verstehe ich gerade noch nicht so ganz. Das ist noch ein bisschen unklar, finde ich.
So, dann wollen wir mal PDA verwenden. Das, Zelle 4. Der Abend, der letzte Teil, denke ich mal, oder? Sie lügt. Ich werde... Schießen? Wir schießen beide. Ich werde sie umbringen. Nein, das wirst du nicht. Sprich weiter. Okay, dann nicht. Vielleicht hier? Da ist sie ja. Da oben. Auf dem Turm. Dieses verdammte Miststück. Sie ruft um Hilfe. Auch nicht. Aber irgendwas davon, denke ich, wird's doch sein, oder? Ich bin im Korridor. Da ist... Oh Gott. Ist das... Blut? Blut? Da ist eine riesige Blutlache auf dem Boden. Vor einer der Zimmertüren. Gott. Woher kommt so viel Blut? Ich muss das wegmachen. Sofort. Auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht dann in einem Flashback erfahren, wie das Blut dahin gekommen ist. Oh, das war die falsche Taste. Aber offenbar ja nicht. Probieren wir es nochmal damit. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Das war jetzt ganz grandios und informativ. Was? Was ist denn das? Was denn? Ihre Zeichnungen. Das ist krank. Was ist mit den Zeichnungen? Das bin ich. In einer Blutlache und daneben liegt ein Messer. Ach, alles nicht so richtig, offenbar. Dann weiß ich aber auch gerade nicht so richtig, was wir denn machen könnten. Was hatten wir hier? Eine Zelle. Oh Gott. Nein. Sie ist dabei. Ach so. Aber ich habe das. Ach Gott, was können wir denn jetzt? Vielleicht Cliff hat die beiden noch eingesperrt. Genau, dann können wir zu Cliff gehen. Cliff wird die beiden nach dieser Aktion eingesperrt haben, denke ich mal. Mal schauen, ob der eigentlich immer noch hier fixiert ist. Nein, der sieht doch schon richtig gut aus wieder. Guten Tag, dir scheint's ja etwas besser zu gehen. Ich denke, wir kommen ohne die Fesseln aus. Das ist schön. Und dann nehmen wir nochmal hier Zelle 4, den Abend, Teil 5. Sie lügt! Ich werde... Schießen? Wir schießen beide. Ich werde sie umbringen. Nein, das wirst du nicht. Sprich weiter. Mal sehen. Jawohl, sehr gut. Die beiden Mädchen haben gestritten, am Strand. Dann kamst du dazu, oder? Erzähl mir davon. Erzähl mir, was du getan hast, bevor du zum Strand gingst. Da ist der Turm. Der Wachturm. Jetzt ist er oben. Ach, ein anderer Turm, okay. Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Seid ihr verrückt geworden? Gib das Ding her. Sie will mich umbringen. Das sehe ich. Wie ist sie darauf gekommen? Was weiß ich. Von mir aus kann sie da oben verrecken. Du hilfst ihr jetzt da runter. Und dann ist Schluss mit dem Theater. Was soll das heißen? Das erfahrt ihr früh genug. So, da wären wir. Da hinten, letzte Zelle links. Ja. Bewegt euch. Das ist nicht dein Ernst. Halt's Maul und vorwärts. Und wie sind die jetzt da runtergekommen? Doch nicht in dieselbe Zelle. Gut, so sind die beiden da drin gelandet. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Jetzt geht er trinken. Jetzt packe ich meine Sachen. Ach so,